Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elderdom zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst und einigen wilden Pokémon hier auf der Siegestraße. Oha, hier tummelt sich's aber mit von wilden Pokémon. Und ein wild, ach Schande, das wird ja immer mehr. Hallöchen. Ja, was ist denn hier los? Ja, ein nicht wildes Pokémon, ein legendäres Pokémon, was wir hier erwarten, steht hier vor uns. Onix, hau ab, Onix, verpiss dich. Nein, jetzt nicht. Onix, verschwindest du, wirst du mal verschwinden. Wir haben jetzt hier was Besseres zu tun. Haust du wohl ab, Onix, haust du ab. Ja, Lavados, das legendäre Pokémon, das letzte legendäre Vogel-Pokémon und das letzte Vogel-Feuer-Pokémon, Lavados. Ja gut, ich würde mal sagen, hier in der Siegelstraße versteckt sich Lavados, fangen wir uns das Lavados. So muss es sein. Hier in der Siegestraße, ganz unten in einer Höhle, hat sich das Lavados versteckt. Kampfzeit, wow, wir haben hier sogar eine Kampfzeit. Wow, sachte. Ich versuch's mal mit Bohrschnabel. Mit der Elektroattacke, naja, ich weiß es ja nicht. Zapdos gegen Lavados, da wäre Arctos schon besser im Kampf. Ja gut, Elektro gegen Feuer ist jetzt vielleicht nicht das Effektivste. Nächstes Pokémon rufen, na klar. Wir haben doch hier ein Wasser-Pokémon namens Bruff. Na komm, du kriegst das hin. Lösch es, das Lavados. Mach es. Setz es. Ich wollte gerade trocken sagen, setz es trocken, aber das haut nicht ganz hin. Lösch die Flammen. Lava des Dorfs. So ungefähr. Dazu müsstest du erstmal eine Runde aushalten. Und dann vielleicht noch eine Runde. Ja gut. Der greift schon ordentlich an. Denn da war's. Hypertrank. Wird das reichen? Bringt das überhaupt was? Wenn er mit einem Hieb so viel antut. Ein Wasser-Pokémon. Eine Attacke, die so effektiv ist. Das ist ja keine Feuerattacke, das ist ja das Problem. Das wesentliche Problem daran. Luftschnitt, das ist ja gerade ja, klug eingesetzt. Guter Attackenhalter. Den müssen wir fangen. Auch wenn das dann schon das dritte Feuer-Pokémon, beziehungsweise das zweite Feuer-Pokémon im Team ist. Naja, nehmen wir mal mit. Schauen wir mal, vielleicht. Vielleicht nehmen wir doch Arctos mit. Ins Team. Der ist bisher am besten trainiert. Lavados hat die besten Attacken. Zapdos hat sich bisher eher. Naja. Nichts gegen dich, Zapdos. Nichts für ihn gut, aber. Zapdos hat sich bisher nicht so gut bewiesen. Na komm. Diktri. Aber der haut schon ordentlich rein, also der hat Power. Lavados hat Power. Der hat jetzt gerade den Prof schon ordentlich besiegt. Diktri, mein mit Abstand stärkstes Pokémon. Nicht übel. Daran habe ich gerade zu knabbern an dem Kampf. Das ist gar nicht übel. Triplett, naja, inwieweit das was bringt. Weiß ich nicht. Paralysiert, okay. Ah, immerhin, ja. Gut.
Ja, auf den wird nichts bringen, hat keine Wirkung, ja, nicht mehr denken können. Victory besiegt, er hat viel ausgehalten, er hat zum Schluss noch ein bisschen was kassiert. Nächstes Pokémon, na komm, das ist doch, das können wir doch jetzt hier nicht so stehen lassen. Das Lava, das fangen wir uns noch. Na, das kriegen wir jetzt. Evoli, die Macht ist stark in dir. Los, Risikodeckel, bring es zu einem Ende. Sehr nice. Auf dich ist Verlass, Becky. Auf dich ist Verlass, Evoli. Ich bin stolz auf dich. So, dann fangen wir uns das Feuer-Pokémon, den Feuervogel. Und zack. Beim ersten Mal Treffer. Das gibt's ja noch nicht. Ja, wäre zu schön gewesen, wenn er drin geblieben wäre. Und ich fange dich. Da brauche ich den Meister aber nicht für. Dann bleibst du drin. Ja, nicht fliehen. Drin geblieben. 1, 2, 3. Verdammt. Verdammt knapp. Dich kriege ich. Wow. Sehr viele Treffer gerade hier. 1. Na komm. Wir haben Zapdos und wir haben Arctos schon gefangen. Lavados. Dich kriegen wir auch noch. Yep. Rein in die Pokéball mit dir. Auch legendäre Pokémon können sich hier nicht schützen vor meinen Pokébällen. Bleib dran. Ach, verdammt. Daneben. Der erste daneben. Ja, ich glaube nicht, aber so bald können wir ihm goldene Nanabeere. Und na komm, gehst da rein. 1. Ach, verdammt. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Viel ruhiger. Fangversuch viel ruhiger. Nein. Slim. Es ist jetzt ruhig. Na komm, bleib drin. 1, 2, 3. Ah, die Bären bringen aber was. Ich glaube es zumindest, ich hoffe. Einfach fabelhaft. Na komm, das muss doch klappen. 1. Ach. Verschwende wir alle Bälle hier. Das Pokémon. Füttere es mit Nanabären. Und zielen. Verdammt. Knapp daneben. Na komm. Auf das Pokémon. Da rechts. Das. Ja. Da kann noch so ruhig sein. Wenn ich immer daneben werfe. Na komm. Ich hab nicht mehr viele. Andere Richtung. Ja, gut. Genau so. Na komm, bleib drin. Bitte. Bitte. Verdammt. Ach Mensch. Renn es dir. Und. Ach Mensch. Na komm. Wir haben die anderen zwei Vogel-Pokémon, Vogel-Legi ist auch schon gefangen. Na komm, es wird an dir nicht scheitern. Ich muss hier nicht den Meister beiwerfen. Das ist es jetzt nicht. Das muss es jetzt nicht sein. Na komm. Rein da. Du entgehst mir nicht. Und, na komm. Na komm. Na komm. Verdammt. Kopfkratz. Es zieht sich hier auch hin. Na komm, bleibst du drin. Bleibst du drin. Bleibst du drin. Nice. Er bleibt drin. Lavados gefangen. Hervorragend. Für Lavados wurde ein Eintrag geblockt. Ist. Wenn diese legendäre Vogel-Pokémon mit seinen lodernden Flügeln schlägt, erstrahlt sogar der Nachthimmel in gleißendem Rot. So muss das.
Alles klar, Herr Kommissar. Haben wir uns das letzte legendäre Vogelpokémon geschnappt. Ja, hier war es unten. Und hier können wir vielleicht auf diese Weise durch. Vielleicht geht es jetzt hier schon Richtung Ende. Ich weiß es nicht. Ach so, ja, hier waren wir stehen geblieben. So, den haben wir schon besiegt. Dann geht's hier lang. Am Kartenmeister vorbeischleichen. So. Ah ja, hier haben wir im letzten Part geendet. Ja, hier wollten wir weiter. Wie sieht's mit dem Team aus? Das ist natürlich dementsprechend geschwächt. Ich habe ein paar Items drin in der Box. Nenne ich eine Pokémon-Box. Ein TM-Box. Nein. In der, ja komm, ich bin heute durcheinander. In der Medizintasche, genau in der Mitte. So, Belebung, ein paar einsetzen. Zapdos. Prof. Und Diktri. So, Supertrank. Müssen vor der Topf hier noch unbedingt ein paar Tränke einkaufen. Weil die gehen uns jetzt hier alle auf der Siegestraße. Also Zapdos zu heilen war gar nicht notwendig, weil ich jetzt Folgendes vorhabe. Einmal Lavados ins Team nehmen. Können wir einmal testen. Wird nicht nötig sein. Wir haben Glurak im Team und wir haben Evoli, die starke verattacken kann. Aber ja, hier in diesem Trainer können wir es mal ausprobieren. Und dann weiter an der Siegestraße. Wenn du es an mir vorbei schaffst, gelangst du zu den Top 4. Ach so, das ist der letzte Trainer. Aha. Verrät er uns schon, dass es hier zu Ende geht. Dass da oben rausgeht. Klaus. Pokémon Klaus. Alles klar. Lavados vs. Storb. Ja, der Kampf der Giganten mal wieder. Luftschnell, Flammenwurf, Agilität, Hitzewelle. Warum haben die alle Agilität? Das ist. Naja, da weiß nicht, was davon halten soll. Aber die Attacken, die sind schon mal, also das ist schon mal nice. Das kann man so anbieten. Nicht schlecht, also Lavados, nichts zu unterschätzen. Das ist nicht unser Problem, dass uns ein Feuer-Pokémon fehlt. Eventuell, ich könnte mir vorstellen, dass wir es gegen Glurak tauschen. Ist zwar schade um Glurak, den haben wir lange trainiert. Ist ein starker Wegbegleiter, aber ja, was soll ich sagen? Wenn Lavados stärker ist und sich besser bewährt. Immerhin, Glurak haben wir nicht gefangen. Wollte ich nur mal dran erinnern. Glurak haben wir im Tausch von Pokémon Go erhalten. Und der ist eigentlich nicht aus diesem Spiel. Ein Aussätziger. Ja, wollen wir mal hochhalten. Das ist jetzt hier eigentlich. Das ist ein Pokémon Go Pokémon. Das ist ein Unter-Pokémon. Aus gibt der Pokémon-Rassismus. Ja. Ich mache immer meine Witze mit Pokémon-Rassismus und so weiter. Ja, muss vorsichtig sein. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, ich bin alles aber kein Rassist. Und das sage ich nicht nur so dahin, dass. Und darauf könnt ihr Gift nehmen. Dass ich kein Rassist bin. Ich mache nur meine Späße. Ich hoffe, ihr labert das. Nein! Das war ein Wasser-Pokémon. Ja. Kampf der Giganten. Totonk gegen Totonk. Na komm, er hat noch wenige KP. Mach es alle mit Finsteraura. Attacke. So muss das. Totok besiegte Totok. Ja, ich hoffe immer stöhnt hämmig darauf, dass ihr meine Späße versteht.
Das ist eigentlich nicht selbstverständlich, darauf sollte man sich nicht verlassen, aber ja. Unglaublich! Du gewinnst 2000... Oh, hoppla. Du gewinnst 2208 Pokémon der Launen, gehst dich gleich aus dem Kampf gegen den letzten Trainer, hoffentlich letzten Trainer, der Siegestraße, hervor. Du hast 3 Pokébälle. Na, hervorragend. Und raus zur Top 4. Hat er uns da was Falsches versprochen? Top-Genesung. Das Ende der Siegestraße. Raus hier. Na. Ein Golbat ist noch im Weg. Nimm das Ganze hier ein Ende. Die Siegestraße. Dann können wir gleich noch das Team für die Top 4 zusammenstellen. Wenn wir hier jetzt gleich rauskommen, können wir im nächsten Part gut vorbereitet in die Top 4, hoffentlich gut vorbereitet in die Top 4 Start. Die Pokémon Liga. Ja, ich sehe Licht am anderen Ende des Tunnels. Hier geht es raus. Route 23. Okay. Na, was haben wir hier? Ja, nice. Und das meine ich, das Indigo-Plateau ist. Du blickst zusammen mit Blacky zur Pokémon-Liga hinauf. Fodi, Fodi! Ich verlasse mich auf dich, Evoli. Du bist stark. Du hast mit mir bisher immer sehr stark gekämpft. Wir sind ein Team. Wir sind stark. Du hast dich hart geschlagen bisher. Gerade du, Evoli, mein stärkstes Teammitglied, also das ist du, mein Starter-Pokémon. Du hast mich schon aus einiger Notlage befreit, gerettet. Ich vertraue auf dich. Wir schaffen das gemeinsam. Ich verlasse mich auf dich, dass du mich in der Top 4 in der Pokémon-Liga begleitest. Dass du an meiner Seite diese Kämpfe, diese letzte Herausforderung bestehst. Gemeinsam schaffen wir das. So sieht's aus. Zusammen. Was für eine Rede. Was für eine phänomenale Rede. Und mal hoch aufs Indigo-Plateau. In die Pokémon-Liga. Da wären wir angekommen. Am Ziel unserer Prüfungen. Am Ziel unserer Reise. Am Ziel des Abenteuers. In der Pokémon-Liga. Dort, wo alles hinaufspielte. Da, wo wir hin wollten. Letzte Mission. Das Ende des Abenteuers. Das ist unser Team, mit dem wir hier angekommen sind. Das uns durch die Siegestraße und auch teilweise durch den großen Teil des Abenteuers begleitet hat. Hier können wir noch ein bisschen Items einkaufen. Das haben wir dringend nötig. Ich schau mal gerade mal in die Pokémon-Box und guck mal, wie ich mir das Team zusammenstellen kann. So. Erstmal das Team anschauen. Wie sieht das aktuelle Team aus? Da haben wir Blacky. Mein Evoli bleibt auf jeden Fall im Team. Keine Frage. Mein stärkstes Pokémon, mein Starter-Pokémon. Ich habe es gerade schon in einer wundervollen Rede gelobt. Ist ein Muss. Bleibt mit drin. Dann haben wir hier Dictry. Bewegen. Ich bewege es mal hier auf dieser Stelle. Dictry. Ja, mal den Bericht anschauen. Dictry vom Typ Boden, Stahl. Evoli vom Typ Normal. Damit haben wir auch unterschiedliche Typen. Dictry. Der kommt auch mit in die Top 4. Er hat mich auch schon aus manchen misslichen Situationen gerettet. Er war auch schon stark mit dabei. Keine Diskussion, der kommt mit.
Der Prof findet natürlich auch unser Wasser-Pokémon. Den nehme ich auch mit. In die Top 4. Pepe, das Pflanzen-Pokémon in unserem Team. Ja, und dann haben wir hier Kit und dann haben wir hier Lavados. Kit Level 46. Gurak, Lavados Level 50. Tja. Kit. Eigentlich schon ein starker Kämpfer in unserem Team. Eigentlich nicht zu verachten. Ein Pokémon, was ich wirklich sehr gerne mit im Kampf haben würde. Ja, jemand der Vergleich. Feuerflug, Feuerflug. Sieht leider gerade sehr für, spricht leider gerade sehr für Lavados. Ich würde es mit dem leider gerne versuchen. Das heißt leider. Ja. Wie gesagt, Gurak, eigentlich kein hier gefangenes Pokémon. Bericht, Arktos. Dann ziehen wir jetzt mit zwei Legis in den Kampf gegen die Top 4. Sollte es eigentlich nicht sein, das ist jetzt nicht so die Option. Eis, Strahl und Fliegen. Ja, Eis. Flug, Eis. Ich weiß nicht, ob uns Eis noch sehr viel nützen wird. Ja, Elektro bräuchten wir eigentlich. Ein starkes Elektro-Pokémon bräuchten wir im Team. Allerdings, wir haben es in der Siegesstraße gesehen. Die Attacken von Zapdos sind noch nicht so überzeugend. Da muss ich leider sagen, Zapdos fällt da erstmal schon mal raus. Pikachu Level 20 kommt nicht in Frage. Steht nicht zur Debatte. Wenn wir es trainiert hätten, wenn wir das Pikachu auch nicht trainiert hätten. Ja. Für ein ausgewogenes Team hätten wir jetzt noch einen Elektro-Pokémon gebraucht. Pflanze, Psycho. Ja, ich überlege es jetzt nicht ernsthaft, Owei mit reinzunehmen, aber ja, okay, schlechte Attacken hat er auch nicht. Maschok Level 46. Ich schaue mich nur so um, sind jetzt keine ernsthaften Gedanken. Karatschlag, Durchbruch, Überrollerprozess. Ist halt null trainiert. Ja, da stehe ich vor einer schweren Entscheidung. Mit 2,5 Feuer-Pokémon in die Top 4. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Onix. Elektroball. Vielleicht. Nein. Nicht dem Team hinzufügen. Noch nicht. Na, sieht auch nicht so gut aus. Finale ist, naja, ist jetzt nicht die Attacke. Ein Carpador. Nehmen wir doch einfach ein Carpador mit rein. Warum nicht? Ein Elektro-Pokémon bräuchten wir jetzt noch. Ja, Psycho wäre auch nicht übel. Ja, am Ende werde ich es nur bereuen. Tja, zwei Feuer-Pokémon im Team. Das. Ja. Vielleicht doch Zapdos mit reinnehmen. TMs, was haben wir hier noch? Donnerblitz. Ich würde Zapdos mal mit ins Team nehmen. Auch wenn ich es mit dem vielleicht bereuen werde, der gibt sich sehr schnell mit geschlagen.
Ein neuer Bericht von Arctos, Nummer 51. Arctos oder Zapdos? Lieber nochmal Arctos mit in den Kampf nehmen. Wir können das Team dann nochmal zusammenstellen, wenn wir versagen sollten. Aber Arctos und Lavados könnte sein Ace-Pokémon noch im Team, das wäre da. Vielleicht hilft es was. So, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal in die TM-Box ran. Kopfnuss ist erlernbar von allen. Pepe, hast du noch was wir vergessen können, was für Kopfnuss hilfreich ist? Nee. Donnerblitz haben wir jetzt hier noch. Das kennt jetzt natürlich keiner. Siegewasser nicht. Eventuell Prof. Das können wir uns noch vornehmen. So. Stärke, wenn es da Aura hat, 80, 65, da würde ich gleich Blubstrahl verlernen. Riskante Sache. Aber gut, für Siedewasser ist es was wert. Finale nicht erlernbar, ist auch gut so. Fliegen könnte Lava das noch erlernen. Na, nur mal. Kontrolle. Agilität vielleicht? Ja, Agilität würden wir auf jeden Fall loswerden. Ist nicht schlecht. Kannst du auch Fliegen erlernen. Flammenwurf bereits erlernt, nicht erlernbar. Eisstrahl. Donner, Erzbeben. Feuersturm. Okay, 110. Oha. Okay, das ist auf jeden Fall. Ich denke, ganz gut. 5 und 5, das scheint eine gute Attacke zu sein. Da kann man Fliegen wieder vergessen. Das nehme ich mit. Sehr gut. Solarstrahl. Wow. Für Pepe. Na komm, wir noch ein bisschen aufmatzen mit TMs. Solarstrahl 200. Stärke. Vergiss Megasauger. Wenn wir Solarstrahl haben. Ja, damit Blizzard erlernbar. Aber unbedingt. Hallo. So, Reflektor. Ja. Sowas von Blizzard. Na, das ist aber sowas von nötig. So, dann haben wir das Team ein bisschen aufgemotzt. Hier nochmal kurz ein paar Items kaufen. Schnell mal einkaufen, alles Geld ausgeben. Hier brauchen wir es jetzt wirklich. Ja, 65 trinke ich jetzt nicht unbedingt. 5 habe ich noch. Ja, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Also hier 25 Supertränke. Okay, das reicht jetzt erstmal. Ein Beleber brauche ich noch auf jeden Fall. Okay. Ein Beleber. Haben auch jetzt jede Menge mit dabei. Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt. Top-Tränke, Genesung. 5 können wir uns davon noch leisten.
Ach, in meine Hypothek investieren. Na gut, die Genesung ist auch ganz wertvoll. So, haben wir all das Geld ausgegeben. Hier mal zwischenspeichern, ganz wichtig, speichern vor der Top 4, weil da kommen wir nicht mehr raus. So. Wieder doppelt gespeichert, doppelt ist sicher. Jo, hier nochmal vor die Tür gehen aufs Indigo-Plateau, damit wir hier ein wunderhübsches Bild zum Abschluss des Parts haben. Ja, dumm ich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Habt einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sie im nächsten Part hier auf dem Indigo-Plateau in der Pokémon-Liga. Im nächsten Part geht's an die Pokémon-Liga. Jau! Das Finale. Haut darin. Man sieht sich. Und ciao, ciao! Thank you.